Hi, herzlich willkommen zu meinem Family Friday. Ich habe heute eine ganz besondere Person dabei. Ich habe Vera Heiduck eingeladen. Sie ist Mindset Coach und Expertin dafür, wie man Kinder und Eltern löwenstark macht. Sie erklärt uns heute, welches Mindset hochbegabte und gefühlsstarke Kinder brauchen, um auch in Krisen wirklich löwenstark zu sein. Mein Name ist Katja Zenz. Bei mir bekommen Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern die besten Tipps und Lifehacks für einen anstrengenden Familienalltag. Herzlich willkommen, Vera. Schön, dass du hier bist. Sei doch so lieb und stell dich erstmal unseren Zusehern hier kurz vor und sag mal, wie wird man eigentlich Löwenstark-Coach? Ja, wie wird man Löwenstark-Coach? Ja, ich bin Vera Heiduck, werde dieses Jahr 55 und habe wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser Berufung gefunden. Ja, mir ist es immer schon wichtig gewesen, dass Kinder gestärkt werden in sich selber. Und als meine Kinder klein waren, nämlich 7 und 10, da bin ich auf einem Vortrag gesessen und da haben die tatsächlich ein Programm vorgestellt, das Kinder stark macht. Hat mir sehr gut gefallen. Und kurz darauf habe ich mein eigenes Programm ins Leben gerufen. Also 2006 habe ich Löwenstark gegründet mit Kursen für Kinder ab 5 und mit Impulsabenden für Eltern. Ja, und seitdem mache ich das. Was heißt denn Löwenstark? Machst du mit den Krafttraining oder machst du Selbstbehauptungsübungen? Um was geht's denn da? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist Selbstverteidigung, oder? Das ist die häufigste Frage, die gestellt wird, genau. Denn es gibt ganz viele Anbieter, die in der Richtung unterwegs sind. Ich mache genau was ganz anderes als das. Also es geht bei mir eben darum, dass die in sich selbst gestärkt sind und dass die ja das richtige Mindset entwickeln, um löwenstark zu sein. Mindset, es gibt leider kein schönes Wort in Deutsch, das ist die Einstellung zu sich selbst und zum Leben. Und es prägt sich halt schon in den frühen Jahren. Ah, wunderbar. Dankeschön. Es ist ja so, dass ich arbeite ja mit hochbegabten und gefühlsstarken Kindern. Und die Hochbegabten, die merken häufig schon sehr früh, im Kindergartenalter schon häufig, dass sie irgendwie anders sind. Also weil sie andere Interessen haben, weil sie andere Vorlieben haben. Und bei den gefühlsstarken Kindern ist es so, dass die häufig hören, wenn sie ganz jung sind, dass, oh, sei doch nicht so weinerlich, sei doch nicht so übertrieben. Das heißt, sie merken, sie sind irgendwie anders. Dazu sind die hochbegabten Kinder häufig sehr jung in den Klassen eingeschult, erleben manchmal Mobbing-Situationen. Also da höre ich wirklich viel in dieser Richtung. Und was ist in deiner Meinung als Expertin das, was diese Kinder wirklich brauchen? Oder wie kann man sie da stärken und schützen, dass sie da gut mit zurechtkommen und ihre Talente eben auch ausleben können? Also grundsätzlich glaube ich, dass sie nichts anderes brauchen als andere Kinder. Nur die brauchen es unbedingt. Gerade weil sie sich schon sehr früh als anders empfinden, brauchen die unbedingt dieses Wissen, ich bin genauso, wie ich bin, richtig. Und ich bin ein Geschenk. Und das, was an mir anders ist, genau das ist das Geschenk. Das müssen die schon sehr früh erfahren. So wie alle anderen Kinder das auch früher erfahren müssen, aber die ganz besonders. Und was ist denn das, also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich lege mein Kind vor, das ist jetzt im Kindergarten, ja, und es merkt halt, oh, ich bin so anders und ich will aber auch gar nicht mit den anderen spielen. Und dann kommt häufig von außen so ein Drängen, ja, aber du musst doch unbedingt Freunde haben, du musst doch mit anderen spielen. Was ist das, was das Kind da einfach stärken kann, dass es da einfach gut mit zurechtkommen kann? Also in den meisten Trainings geht es ja darum, dass Kinder sehr früh lernen, sich abzugrenzen, also auch Nein zu sagen. Und der andere Aspekt von sich abgrenzen ist aber sich selbst annehmen, also zu sich selbst Ja sagen. Und einfach zu wissen, wenn das mein Bedürfnis ist, ist es richtig, was ich da mir wünsche und dann mache ich das. Also das zu lernen, ist für die ganz besonders wichtig. Ja. Und hast du auch so ein paar Anregungen, ein paar Tipps, wie Eltern damit umgehen können, wenn eben Kinder in so Mobbing-Situationen kommen? Also Mobbing hat für mich immer den Ursprung darin, dass ich mich selbst nicht als wertvoll sehe. Also das Thema Selbstwert als Basis. Und das fängt sehr früh an, dass Kinder anfangen, das für sich zu interpretieren. Jetzt nehmen gerade die Hochbegabten und Gefühlsintensiven, ich bewundere dich immer, wie reibungslos du diesen Satz rauskriegst. Ich bin da schon immer so hochbegabt und gefühlsintensiven. Die müssen wissen, dass sie wertvoll sind. Jetzt kriegen die so ein bisschen dieses Gefühl, ach, Mann, du bist anstrengend und du, wie hast du gesagt, die sind so heulig unterwegs oder manchmal auch so vielleicht auch wissensdurstig unterwegs. Und wenn sie jetzt das Gefühl, nur das Gefühl bekommen, dass sie anstrengend sind,
dann könnten die das für sich interpretieren, nämlich, oh, irgendwie muss ich anders sein, damit ich so ankomme bei meiner Mama, bei meinem Umfeld. Und dann fangen die an, sich zu verstellen. Das finde ich das Schwierigste an dieser Situation, dass die sich selber verstecken nach außen. Und was würdest du dann mit diesen Kindern machen? Also wie arbeitest du mit den Kindern? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder arbeitest du mit den Eltern? Also mit wem arbeitest du eigentlich dann genau? Also mit Kindern und Eltern, weil die Kinder müssen in sich selber erstmal den Löwen entdecken, deswegen löwenstark. Die müssen wissen, mit mir ist alles in Ordnung. Aber hier drin ist ein Löwe, der hat vielleicht ein paar Informationen nicht. Oder er hat vielleicht mal was falsch verstanden. Oder er kann noch ein bisschen Training brauchen. Und da setze ich tatsächlich bei den Fünfjährigen an mit dem Thema Selbstwert. Also dieses Ich bin einmalig und wertvoll. Und bei den Kleinen kann man zusehen, wie sie diesen Satz aufsaugen und voller Inbrunst sprechen. Das Krasse ist, wenn ich mal 9-Jährige, 10-Jährige in meinen Kursen habe, dann gucken die mich komisch an, wenn die den Satz wiederholen sollen und sagen so, das ist aber jetzt eingebildet, oder? Das kann ich doch nicht zu mir selber sagen. Da merkt man schon, was zwischen 5 und 9 passiert. Die interpretieren nämlich dann diesen Satz schon ganz anders. Ja. Und das ist total wertvoll, dass die das sagen können. Ich glaube, daran kann man nämlich schon erkennen, dass jemand einen kleinen Riss im Selbstwert hat, wenn er diesen Satz nicht mehr aus vollem Herzen aussprechen kann. Wiederholst du ihn nochmal? Sag nochmal genau den Satz, den du meinst, den Kinder so richtig brauchen, dass sie ihn mit Inbrunst sprechen können. Also ich würde den sogar noch erweitern in ich bin das Beste, was mir je passiert ist und ich bin einmalig und wertvoll. Wunderbar, super. Das ist total ähnlich mit einem Satz, den ich den Eltern immer mitgebe. Ich sage den Eltern immer, dein Kind hat so Glück, weil es hat die besten Eltern bekommen, die es hat kriegen können. Weil das ist so wertvoll, dass die Eltern das auch in sich drin haben, dass sie das Gleiche ausdrücken, weil auch die Eltern ganz, ganz häufig an sich zweifeln, weil sie irgendwie sagen, oh Gott, mein Kind ist so anders und es benimmt sich so anders und es ist gar nicht so erziehbar wie die anderen. Und die zweifeln dann ganz häufig auch an sich. Ja. Also sind es dann auch die Aspekte, die du den Eltern dann eben auch mitgibst? Ja, grundsätzlich kriegen sie ein Kind, das ihnen sehr viel spiegeln darf, ne? Okay. Also das ist so der Aspekt, dass die Kinder, wenn sie so besonders sind, dann gerade die Eltern auch dazu trainieren, mal auf sich zu gucken. Und dann muss ich natürlich auch mit den Eltern arbeiten, weil die Eltern leben etwas vor. Nämlich, wenn die Mutter schon vorlebt, alle anderen sind wichtiger als ich, dann kann das Kind kaum lernen, dass wir selbst uns als wertvoll sehen müssen. Und da fängt das Drama schon an im Grunde, ne? Du hast jetzt eben das Wort spiegeln gesagt. Kannst du für die Zuschauer mal sagen, was das bedeutet, jemanden zu spiegeln? Also in erster Linie kann ich es bei Eltern und Kindern sagen, dass Eltern grundsätzlich Kinder bekommen, die ihnen etwas zeigen, was bei ihnen drin auch veranlagt ist, dass sie vielleicht aber selber nicht erkannt haben bisher oder das nicht erkannt wurde oder dass sie selbst nicht leben. Also zum Beispiel dieses fröhliche, lebendige Kind, das auf alles zugeht, zeigt der Mutter den Anteil, den sie nicht lebt. Also sie ist vielleicht eher die bisschen vorsichtig, zurückhaltende und jetzt hat sie ein lebendiges Kind. Dann darf sie natürlich schauen, was kann ich denn tun, dass ich diesen lebendigen Anteil in mir auch erwecke. Okay. Das ist ein Teil des Spiegelaspekts. Und wie wäre es... anderen, ja. Entschuldigung. Kein Problem. Wie wäre es jetzt mit einem Kind, das eben genau nicht so ist, dass es vielleicht eine lebenslustige Eltern hat oder so und dieses Kind jetzt aber einfach so ein bisschen traurig und deprimiert ist, weil es halt vielleicht keine Freunde findet, weil es vielleicht in der Klasse gemobbt wird, ist das dann auch gespiegelt? Das ist ein Thema, da kann man sich sehr lange drüber unterhalten, was das Kind dann spiegelt. Es muss nicht unbedingt die Traurigkeit der Mutter spiegeln, aber es spiegelt vielleicht einen anderen Aspekt. Also die lebendige Mutter und das ruhige Kind, die ist vielleicht immer im Außen und das ruhige Kind hat schon für sich selber dieses, ich spiele nicht so gern mit anderen. Ich habe es gern, alleine zu sein und mich mit meinem Buch zu beschäftigen. Und das zeigt den Aspekt von, wann nimmst du dir denn mal die Ruhe für dich selber? Wann gehst du denn mal nach innen und tankst Ruhe auf? Ja? Also, das ist ein echt brutal weites Thema. Da kann man Stunden, glaube ich, drüber reden, über Spiegel. Neuronen und... Jetzt erlebe ich das ganz oft, dass eben die Eltern, die einfach so herausfordernde, außergewöhnliche Kinder haben, eben selber auch sehr angestrengt sind, ja?
Und mit der Art und Weise, weil eben die gewöhnlichen Erziehungstricks funktionieren bei diesen Kindern eben einfach nicht. Die Kinder sind selber in ihrer Art und Weise, in ihrer Wissbegierigkeit oder auch ihrer Lebendigkeit sehr fordernd oder die gefühlsstarken Kinder, die einfach häufig schnell in Aufruhr sind, auch vielleicht schneller mal weinen. Das ist für die Eltern ohnehin anstrengend. Wenn ich aber jetzt als Mutter oder Vater mit 2 oder 3 Kindern zu Hause bin, ist das ja gar nicht so einfach, dass ich mir dann diese Zeit nehme und diese Ruhe nehme. Hast du da ein paar Anregungen dafür, wie die Eltern trotzdem ihren Raum sich da schaffen können? Wie sie das schaffen können, das kann ich dir, glaube ich, nicht wirklich sagen. Das muss jeder für sich selber finden. Nur der Punkt ist, dass sie es müssen. Mhm. Denn je mehr sie im Außen sind und nicht bei sich selber, umso anstrengender werden die Situationen. Das heißt, ich kann ja immer nur aus mir selber raus agieren. Und wenn ich selber in Hektik und in Unruhe bin, dann produziere ich ja praktisch ein unruhiges Umfeld. Und wenn ich es schaffe zu sagen, okay, die Situation eskaliert hier gerade, es gibt jetzt immer einen Notfallplan und der heißt, Mutter zieht sich irgendwo 10 Minuten zurück und hat Zeit für sich. Und danach gucken wir neu auf diese Situation. Mhm. Dann findet die erstmal wieder zu sich zurück, anstatt im, ich muss jetzt reagieren zu sein. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den können diese Kinder diesen Eltern beibringen. Ja. Ja, ja. Okay, super. Hast du auch noch irgendetwas, einen guten Hinweis bei den gefühlsstarken Kindern, wenn die eben sehr in die Dramatik gehen und sehr alarmiert sind, sehr aufgeregt sind, weil das ja eben bei ihnen so ist, das Alarmsystem funktioniert, springt bei ihnen einfach schneller an. Das ist ja auch die evolutionäre Idee bei ihnen, dass sie sehr, sehr schnell mitkriegen, wenn irgendwo was passiert. Aber es ist ja für die Kinder auch sehr, sehr aufrührend. Und auch für sie auch selber kann das natürlich anstrengend sein. Und wie die Eltern auch diese Kinder gut begleiten können? Also mir fällt da spontan eine Situation ein, die ich erlebt habe, als meine Tochter klein war. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube, ich habe ein gefühlsstarkes Kind. Die hat es geschafft, wirklich eine halbe Stunde am Stück sich in Rage zu brüllen. Ich hatte manchmal Angst, dass die vor lauter Schreien aufhört zu atmen. Und ich habe damals keine Ahnung gehabt, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, je mehr Zeit ich mir dann für dieses Kind nehme, je ruhiger ich dann bleiben kann und je mehr ich ihr zeigen kann, es ist völlig okay, dass du jetzt gerade austickst. Ich liebe dich genauso, wie du bist. Und jetzt ganz besonders, ich habe am Wochenende auf dem Workshop, hat einer gesagt, also liebe mich, wenn ich es am meisten brauche, also dann habe ich es einfach am meisten nötig, so in diese Richtung geht es, weißt du. Und als die dann so ausgetickt ist, haben wir irgendwann die Vereinbarung getroffen, dass ich sie in den Arm nehme, dass sie noch so lange brüllt, wie sie brüllen will und dass ich mich trainiere, ruhig zu bleiben. Und es wurde weniger, weil sie wusste, ich liebe sie, auch wenn sie brüllt und auch wenn sie mich gerade furchtbar anstrengt. Das wollte ich damit sagen. Wunderbar, das finde ich total schön. Also liebe mich am meisten, wenn ich es am meisten brauche. Ja. Das ist so. Und wenn ich, also ja, jetzt weiß ich, wenn ich es am wenigsten verdiene und am meisten brauche, das war der Kick. Ja. Ja. Also wenn du denkst, oh Gott, jetzt ist es so schlimm, genau dann müssen wir ihnen signalisieren, dass wir sie lieben. Oh, das ist wunderschön, weil ja, genau, super. Und das macht natürlich innen drin dann stark, weil das Kind dann wirklich auch merkt, egal wie ich bin. Ja. So wie ich bin, so werde ich geliebt und ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und genauso sollte es dann auch. Genau, das ist es. Noch sein. Ja, ja. Und wie machst du das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, okay, oh, ich würde da gerne löwenstärker werden. Ich glaube, mein Kind könnte das brauchen, löwenstärker zu werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie rufe ich dich dann an und wir telefonieren oder wird mein Kind löwenstark? Ja, also angefangen habe ich 2006 mit Kinderkursen. Da konnten Kinder ab 5, also Grundschulalter, reingehen. Und das habe ich die Kinder 5 Wochen lang in diesen unterschiedlichen Situationen einfach erleben lassen, wie sie die Situation anders machen können. Und geführt von der Geschichte, von der Löwengeschichte, weil aus Geschichten lernen Kinder am liebsten, da sehen die einfach die Bilder und nehmen das wahr. Parallel dazu können die Eltern einen Impulsabend besuchen, dann wissen die, was die Kinder lernen. Und das entwickelt sich gerade immer weiter, auch mehr in die Richtung, dass ich online mit Eltern und Kindern arbeite. Weil dieses Offline ist natürlich regional begrenzt und ich möchte so viel mehr Kindern und Eltern diese Möglichkeit geben, auf dieses Thema drauf zu schauen. Wie kann ich diesen Löwen in mir stärken?
Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Sitzen dann die Kinder vor dem PC und du liest ihnen dann eine Geschichte vor? Also das, wie läuft das? Ja, das kann ich mir gerade inzwischen gut vorstellen. Ich habe tatsächlich kürzlich ein Webinar gemacht mit einer Mutter und einem Kind. Ja. Und da gehe ich die Themen halt langsamer als im Kurs an, weil es 1:1 ist. Aber es hat genauso gut funktioniert. Oder ich mache eben was vor dem Bildschirm. Ich meine, Kinder sitzen sowieso schon vorm Rechner und vorm Bildschirm. Dann haben sie sinnvolle Zeit vorm Bildschirm. Mhm. Und wenn es offline ist, also wenn es ein Kurs ist, tatsächlich sitzen die in der Gruppe zusammen und wir arbeiten und spielen. Spielen, also in erster Linie spielen, weil alles, was Spaß macht, macht's Lernen erst möglich und leicht. Ja, ja, total. Hört sich total wunderbar an. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, noch eine Frage an dich. Wenn du so 2 bis 3 How-to-Do hättest, so Punkte, wo du sagst, das sollten Eltern allgemein von Kindern, aber besonders auch von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern auf jeden Fall tun, damit ihre Kinder wirklich löwenstark sind, was wäre das dann? Ich habe ja vorher schon den Satz gesagt, ich bin das Beste, was mir je passiert ist. Variante 1, und ich liebe mich bedingungslos, also genauso wie ich bin. Variante 2, ich bin einmalig und wertvoll. Mhm. Und das könnte man als Spiel von klein auf spielen. Und zwar als Spiegelspiel. Ja? Die Mama fängt an, den Satz vorzusprechen. Ja. Ich bin einmalig und wertvoll. Und das Kind ist das Echo. Ich bin einmalig und wertvoll. Okay. Dann kann die Mama die Stimme benutzen. Ich bin einmalig und wertvoll. Und das Kind folgt der Stimme. Ne? Dann wechselt die Mama den Satz und sagt, ich bin toll, so wie ich bin. Und das Kind spiegelt immer 1:1. So lernt das Kind, ich bin Botschaften zu sich selber zu sagen. Mhm. Gleichzeitig trainiert es die Mama, die diese Botschaften vielleicht als Kind auch nicht bekommen hat. Mhm. Und es ist ein Spiel. Also es geht nicht darum, dass man das Ding größer macht, sondern es geht darum, es immer möglichst gleich zu spiegeln. Mhm. Das ist so eine Idee, die ist mir kürzlich erst gekommen und ich glaube, die macht richtig Spaß. Ja. Da kann man natürlich auch gucken, je nachdem wie groß das Kind ist, kann das Kind den Satz vorgeben. Mhm. Also das Spiegel, der wechselt. Ja, ja. Das ja. Trainiert sicherlich sehr, sehr gut in diesen Ich-Bin-Botschaften, weil das sind ja dann Affirmationen, die gehen direkt ins Unterbewusstsein. Mhm. Das wäre Punkt 1. Und Punkt 2, nochmal wiederholt, die Kinder brauchen die Gewissheit, genauso wie ich bin und egal wie ich bin, bin ich liebenswert und werde geliebt. Da kann ich nur ein Buch empfehlen, das heißt die 5 Sprachen der Liebe für Kinder. Hm. Finde heraus, welche Sprache der Liebe dein Kind spricht. Weil es gibt ganz unterschiedliche, das ist total spannend. Das gibt es dann auch für Paare und für Familien. Denn wenn du nicht die Sprache deines Kindes sprichst, das heißt, du umarmst dein Kind sehr gern, weil es deine Sprache der Liebe ist. Und dein Kind muss es aber hören. Ich liebe dich. Du bist das Beste, was ich habe. Du bist wertvoll für mich. Dann kann sein, du umarmst es den ganzen Tag lang und es fühlt sich trotzdem nicht bedingungslos geliebt. Also das wäre mein 2. Tipp. Das Buch ist einfach ein Segen. Super. Verlinken wir natürlich in der Videobeschreibung, ganz klar, wenn das so eine gute Empfehlung ist. Ja. Ich habe selber noch nicht gelesen, aber das spricht mich total an und ich höre das auch immer wieder, dass gerade gefühlsstarke Kinder brauchen das ja, damit sie sich entspannen können, dass das die Eltern zum Beispiel die Hände auflegen oder so. Aber manche Kinder wollen einfach nicht berührt werden und dann erfinden wir eben auch andere Wege und das ist natürlich schön, wenn man da schon mal so gute Ideen hat, mit welcher Art der Liebessprache man dann miteinander kommunizieren kann und ich glaube, man kann mit Sicherheit mit allen 5 kommunizieren. Ja, einfach, der Tipp ist dann auszuprobieren und tatsächlich zu gucken, auf was reagiert das Kind am besten. Das ist dann die Muttersprache der Liebe sozusagen. Ja, oh, das ist total schön. Vera, wir kommen langsam schon ans Ende. Sag mir doch mal bitte, wo kann ich dich finden? Also wenn ich jetzt sage, da, löwenstark, ja, will ich werden, soll mein Kind werden, wo finde ich dich? Also im Internet, die Webseite ist löwenstark-team.de und den Löwe dann mit OE. Mhm. Da gibt es schon viele Tipps. Dann regional findet man uns aktuell im Raum Stuttgart, im Raum Ulm und im Raum München, also Großraum. Denn da gibt es Löwenstark Trainerin. Das wird hoffentlich in diesem und nächstem Jahr noch viel mehr. Denn ich bilde inzwischen Trainerinnen aus, die dann genau dieses Konzept auch zu sich in den Ort holen. Und super, das online, heißt
Oder offline, genau. Das heißt, an dich können sich nicht nur Eltern wenden mit ihren Kindern, sondern auch Menschen, die einfach irgendwie eine ganz sinnvolle neue Tätigkeit suchen, die können sich auch an dich wenden, wenn sie vielleicht ein Löwenstark-Trainer werden möchten. Auf jeden Fall. Wenn sie das anspricht, und das ist ja das, ne? Wir spüren es ja hier drin, was so unser Ding ist. Wir haben es nur nicht gelernt, das richtig zu deuten. Aber wenn jetzt jemand sagt, oh wow, das klingt total spannend. Ich wollte schon immer mit Kindern arbeiten, aber ich bin keine Erzieherin geworden, keine Lehrerin. Dann ist es so ein Impuls zu sagen, ich gucke mir das mal an. Einfach anschauen und ja, super, die Stärke in sich selber entdecken. Den Löwen, die Löwin sozusagen. Super, vielen Dank, Vera. Ich danke dir total für deine Zeit. Das war total interessant und ich habe noch mal mehr gemerkt, warum wir zwei so auf einer Wellenlänge schwimmen, weil doch die Aussagen, die du hast, sehr mit dem übereinstimmen, was ich eben so aus dem Neufeld-Ansatz und meinen bindungsbasierten Arbeiten meinen Familien so mitgebe. Und ja, ich danke dir sehr, sehr, sehr herzlich dafür. Sehr gern. Ich danke dir für die Einladung. Ja, und für euch hier, das war natürlich wieder nur ein kleiner Impuls. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dir das ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, teile das Video gerne, empfehle es gerne weiter. Zum Weiterdiskutieren, komm doch einfach in meine Facebook-Gruppe, meine geschlossene Facebook-Gruppe, einfach schlau. Ich gebe dir in die Videobeschreibung auch den Link dazu und natürlich auch den Link natürlich zu Veras Kontakten. Kleiner Hinweis noch für dich, ich und auch die Vera, wir werden demnächst beide, also sie gibt ihren eigenen Online-Kurs, ich gebe demnächst auch einen Online-Kurs für Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern. Und Vera, wenn ich das richtig verstehe, bei dir geht ein Online-Kurs auch für Eltern los, die ihre Kinder löwenstark machen wollen. Ist das richtig? Ja. Super, okay. Also da bleibt es einfach drauf, wenn euch das von Vera interessiert, folgt der Vera, wenn ihr den Kurs bei mir gucken wollt, bleibt einfach mit mir in Kontakt. Ihr könnt uns beide natürlich auch jeweils ansprechen, wenn ihr persönliche Antworten von uns haben wollt, wenn ihr ein On- oder Offline-Coaching 1:1 haben wollt, dann schreibt uns einfach. Das war wieder mein kleiner Einblick heute bei meinem Family Friday. Den nächsten Einblick gibt es dann wieder kommenden Freitag. Wenn du Themenwünsche hast oder Fragen hast, schreib mir in die Kommentare oder schreib mir eine PN. Und jetzt wünsche ich dir ein löwenstarkes Wochenende. Mach's gut. Ciao.